Heute sehen wir uns einen ganz besonderen AV-Receiver an in der 1100-Euro-Klasse. Ein Modell aus der neuen hochklassigen AV-Receiver-Modellreihe Avantage. Und zwar konkret geht es heute um den RXA 880. Der Yamaha Avantage RXA 880. Ja, das ist so ein richtiges Multitalent. 7 Kanäle, also ich kann ein 7.2-System betreiben, auch mit Dolby Atmos und DTS:X, also mit Höhenlautsprechern kombinierbar, sodass man sogar ein 5.2.2, also mit zwei Höhenlautsprechern, fahren kann. Und dann kann er einem den Alltag wirklich um einiges erleichtern. Das geht schon los hier beim Kabelverlegen. Dieser AV-Receiver unterstützt die neuen Musiccast-Funktionen, nicht nur im Multiroom Audio-System von Yamaha. Also ich kann mit dem auch über meine Musiccast-App Musik hören, wie in den anderen Räumen, wenn ich sie zu Hause habe. Ich kann aber auch hier Musiccast-Speaker integrieren und diese als Rear-Lautsprecher verwenden. Ich muss also keine Lautsprecherkabel zu den rückwärtigen Lautsprechern legen. Ich brauche lediglich ein oder zwei Musiccast 20 oder 50. Das gleiche geht übrigens auch mit dem Subwoofer. Auch den kann ich hier kabellos anbinden. Ja, und dann ist er mit jeder Menge Konnektivität ausgestattet. So verfügt man hier über integriertes Netzwerk, über LAN oder WLAN. Dann kann ich ihn eben, wie gesagt, über eine App steuern. Streamingdienste sind hier mit an Bord, wie Napster, Spotify, Tidal, Apple AirPlay ist mit an Bord. Ich kann also von meinem Apple-Gerät die Musik direkt auf das Gerät transportieren, ohne zusätzliche App. Und sogar Bluetooth. So kann ich also im Prinzip jedes Smart-Device, Tablet, Handy mit dem AV-Receiver koppeln und meine Musik von dort wiedergeben. Tja, und AV-Receiver gibt es natürlich jede Menge. Fast schon wie Sand am Meer, aber so richtig gute AV-Receiver gibt es nicht so viele. Und besonders gute sind die Yamaha Avantage-Geräte. Avantage steht hier wirklich für besonders hochwertige Receiver. Hier wird der ganze AV-Receiver nach Qualitätsaspekten gefertigt. Es geht los beim Gehäuse. Hochwertige, gebürstete Aluminiumfront. Aber auch der Rest des Gehäuses ist sehr hochwertig und der wird hier nach akustischen Aspekten gefertigt. Man will möglichst wenig den Klang beeinflussen. Somit muss man also versuchen, Resonanzen, Vibrationen zu minimieren. Und das tut Yamaha, angefangen mit dem fünften Fuß hier auf der Geräteunterseite. Ja, der es ermöglicht, dass der AV-Receiver einfach noch ein bisschen besser steht. Und das ganze Gehäuse wird besonders steif gefertigt, um Vibrationen zu minimieren. Dann werden diese Avantage-Geräte auch nochmal ganz besonders im Sound getuned. Das heißt, man nimmt sich hier sehr viel Zeit, hört die Geräte, speziell ist übrigens nur für den europäischen Markt, und dann wird hier wirklich im Live-Betrieb quasi, werden dann verschiedene Widerstände, Kondensatoren getauscht. Das Ganze macht man dann so lang, bis der AV-Receiver wirklich auf den Punkt spielt. Und erst dann wird das an die Factory übergeben und dann startet die Serienproduktion, sodass diese Yamaha Avantage-Geräte wirklich mit einem ganz eigenen, speziellen Klangcharakter kommen. Und das macht im Live-Betrieb wirklich richtig, richtig Spaß. An Zubehör ist hier noch eine Infrarotfernbedienung dabei, die ebenfalls einen ganz hochwertigen Eindruck macht. Und ein Einmessmikrofon. Und beim 880er, bei diesem Gerät, ist es so, dass man schon über eine Mehrpunkteinmessung verfügt. Das heißt, es passiert hier eine vollautomatische Raumakustikmessung. Ich stecke das Mikrofon an, drücke auf OK und der AV-Receiver hört, wie groß ist der Raum, wo stehen die Lautsprecher, wie hallig ist der bedämpft oder zu wenig bedämpft und korrigiert dann im Prinzip so gut es geht die Raumakustik. Das Ganze mit einem Mehrpunktmessverfahren, was nochmal unglaublich viel an Präzision bringt, wenn man richtig misst. Dazu haben wir noch ein separates Video gedreht und bei uns gibt es ja diesen AV-Receiver in der Heimkinoraum-Edition. Da gibt es also direkt schon von uns eine Lehre mit dazu, sprich eine Schablone mit dem richtigen Abstand, mit dem man dann ruckizucki seinen Raum ganz, ganz präzise und sauber einmessen kann, um eben das Optimum an Klang für seinen Raum rauszuholen. Was
Bild- und Tontechnik betrifft, ist der Yamaha AV-Receiver State of the Art. Er ist opulent mit allen nötigen Anschlüssen ausgestattet. Geht hier los über 7 HDMI-Eingänge, 2 HDMI-Ausgänge, allesamt voll 4K-fähig. Es gibt hier digitale Audio-Eingänge, optisch und koaxial. Sogar einen integrierten Phono-Vorverstärker findet man. Sprich, ich kann hier noch meinen Plattenspieler anschließen ohne Zusatzgeräte. Eine kleine analoge Audio- und Videosektion, einen Anschluss für eine DAB-Antenne. Dieser AV-Receiver kann neben Internetradio auch digitales, also DAB-Radio, empfangen. Es gibt hier noch eine Pre-Out-Sektion, um den AV-Receiver als Vorstufe zu verwenden. Man kann also alle Lautsprecher auch einzeln, wenn man möchte, auf seine vorhandene Endstufe fahren. Hier rückseitig finden wir noch die Anschlussterminals. Das sind also auch hochwertige Terminals, die zum Schrauben gedacht sind oder eben, was man auch schon sieht, man kann auch hier Bananenstecker einführen und mit Bananas arbeiten. Was man hier oben noch sieht, sind die 2 WLAN-Antennen zum einen. Dieser Avantage Receiver funkt nämlich auf 2,4 und 5 GHz, was den Datendurchsatz einfach nochmal erhöht und die Stabilität erhöht im WLAN und kann auch per Netzwerk und per RS-232 zum Beispiel mit einer übergeordneten Steuerung gesteuert werden. Also für Kinoatmosphäre ist hier wirklich garantiert. Mit dem RX-A 880 kriegt man hier so ein 3D-Sound-Erlebnis in sein Wohnzimmer, das richtig, richtig Spaß macht. Vor allen Dingen nach dieser Raumakustikmessung ultra präzise ist. Bei so einem Film, wie wir es jetzt gerade haben, Everest, kann ich sehr empfehlen übrigens. Da ist eine echte deutsche Dolby Atmos Tonspur drauf. Da wird es einem hier schon richtig kalt. Man hört also, wie dieser Eissturm kommt und diese ganzen Eisperlen, nenne ich sie mal, durch den Raum bläst. Und das ist schon schier beeindruckend, mit wie viel Präzision und wie klar und fein man diese ganzen kleinen Eiskristalle hört, die sich hier im Raum bewegen. Also das ist tatsächlich überraschend, sehr faszinierend, was so ein Yamaha Avantage hier mit seiner Mehrpunkt-Raumakustikmessung bewirken kann. Also Musik hören funktioniert wie erwartet auch sagenhaft gut und man hört tatsächlich auch direkt den Unterschied zu den kleinen, ich sage jetzt mal nicht Avantage-Geräten. Der 880, der klingt sehr kräftig und der klingt nicht so analytisch, nicht so kühl. Er macht einen warmen, vollen und dennoch sehr klaren und feinen Klang mit einer unglaublichen Räumlichkeit. Also das macht durchaus Spaß, auch hier mal eine CD aufzulegen, auch in Stereo zu hören, funktioniert auch sehr gut und hat einfach einen ganz eigenen, kernigen Charakter. Mir persönlich gefällt er extrem gut. Sagt dir der Name Kevin Flynn zufällig irgendwas? Sei still, wenn du leben willst. Das ist hier so eine typische Szene hier aus Tron Legacy, der auch einen super Soundtrack hat. Ja, und wenn die Umgebungsgeräusche sehr laut sind, wenn die Filmmusik laut ist, wenn hier richtig Action ist und die Leute sprechen, dann ist das oft relativ schlecht verständlich. Dann kann man Folgendes machen, man macht einfach lauter, kann aber dem einen oder anderen vielleicht unangenehm sein oder am Abend möchte man das nicht unbedingt, ja, dann hat man ein Problem. Entweder hängt man dann den ganzen Abend an der Fernbedienung und macht lauter und leiser oder man hat einen schönen Yamaha AV-Receiver, so wie den hier. Und dann kann ich nämlich hier ins Menü reingehen und kann die Dialogpegelfunktion nutzen und kann die Dialoge lauter machen. In 3 Stufen kann das Ganze geregelt werden und hierbei, das ist eine Besonderheit, wird tatsächlich gefiltert, was ist Dialog und was nicht. Es werden nur die Dialoge lauter gemacht, völlig egal, woher diese kommen. Aus dem Center-Lautsprecher, aus vorne rechts oder hinten links, spielt also überhaupt keine Rolle. Das Klangbild wird nicht zerstört, wird nicht beeinträchtigt, lediglich die Sprache wird lauter gemacht und das kann doch sehr angenehm sein. Ich hoffe, man kann es im Video auch hören.
was hat der für ein Problem? Also, Hintergrundgeräusch bleibt, wie es ist, Hintergrundmusik bleibt, wie sie ist. Lediglich die Sprache wird lauter gemacht. Das führt zu einer deutlichen, besseren Sprachverständlichkeit. Und ich kann auch ganz locker in einer moderaten, niedrigeren Lautstärke am Abend einen Film anschauen und verstehe wirklich jedes Wort. Der Yamaha RXA880 ist ebenfalls mit der neuen Benutzeroberfläche, nochmal von vorn, der RXA880 ist ebenfalls mit der neuen Benutzeroberfläche ausgestattet. Man findet sich also hier schnell zurecht und hat allerhand an Möglichkeiten, den Ton hier noch zu optimieren. Da gibt es hier über Lautsprecher, über Toneinstellungen jede Menge Dinge, um Einfluss auf die Tonqualität oder auf den Ton an sich zu nehmen. Damit man es hier einfach hat, bekommt der Heimkinderraumkunde unsere Heimkinderraum Edition kostenlos mit dazu. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld schon den Kopf zerbrochen, haben rausgefunden, an welchen Rädchen muss man drehen, um eine nachbarschaftsfreundliche Einstellung zum Beispiel zu haben, mit einer guten Sprachverständlichkeit, mit reduzierten Bässen oder eine Action-Einstellung, also alles, was geht, beziehungsweise auch noch eine authentische Musikeinstellung. All diese Dinge haben wir ausgearbeitet. Die gibt es für Sie als Heimkinderraumkunden direkt kostenlos mit zum Gerät dazu. Für rund 1100 Euro bekommt man hier nicht einfach nur einen guten AV-Receiver, nein, man bekommt einen echten Yamaha Aventage Receiver, der hier wirklich toll vibrationsoptimiert ist, der ein sogenanntes Sound-Tuning hinter sich hat, um wirklich auch das Maximum an Klangqualität aus dieser Geräteklasse herauszuholen. Mit 7 HDMI-Eingängen, mit ordentlich Leistung, auch für größere Lautsprecher gut geeignet, mit einer fantastischen Raumakustikmessung, die ab diesem Modell sogar mehrpunktfähig ist. Ja, das Ganze kombiniert mit Yamaha Musicast. Ich kann also diesen AV-Receiver in mein Yamaha Musicast Multiroom-System nahtlos einbinden und es werden auch die neuen Advanced Musicast Optionen hier direkt mit an Bord angeboten. Sprich, ich habe Wireless Surround, die Möglichkeit, Wireless Surround Lautsprecher anzubinden über die neuen Musicast Smart Speaker, Musicast 20 und Musicast 50 und ja, und sogar der Subwoofer, der kann hier auch noch drahtlos mit angebunden werden. Den gibt es ab sofort bei uns im Heimkinderraum in der Nähe. Kommen Sie also gerne mal vorbei und hören Sie mal rein. Vergleichen Sie auch mit anderen Modellen von Yamaha, von denen und von Marantz. Unter unten stehenden Link gibt es noch weitere Informationen. Ja, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken. Bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Servus, macht es gut, auf Wiedersehen.